Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Heinz Fitness Club. Ja, und herzlich willkommen zu unserer Aktionswoche Heinz Fitness Club jetzt erst recht. Ja, warum jetzt erst recht? Wir hatten ja, sage ich mal, in den kleinen Werbeteasern letztes Mal schon gesagt, okay, Anfang des Jahres war ja nur doch alles anders als ja, die letzten Jahre zuvor. Studios mussten schließen, ringsherum wurde so relativ alles dicht gemacht, was dicht zu machen ging. Ja, ich glaube, jeder von uns hat das irgendwo in irgendeiner Art und Weise gespürt oder spürt es derzeit immer noch. Und prinzipiell hat sich das ja sozusagen mit dem Sommer die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Der Sommer ist klassisch der, sage ich mal, Zeitraum, die Jahreszeit, wo viele den Sport im Fitnessstudio nicht mehr ganz so praktizieren oder nicht mehr so ambitioniert praktizieren, sondern doch eher nach draußen gehen, Sport machen. Und ich glaube, das ist auch so der Zeit, die Jahreszeit, wo viele auch gar nicht zwangsläufig an Sport denken, weil einfach vieles andere wichtig ist. Da ist Familie da, da sind Ferienzeiten da, da ist auch Urlaub geplant und das ist auch völlig okay. Und nun, ja, der Sommer ist vorbei und jetzt denkt der eine oder andere doch wieder nach, mache ich meinen Sport weiter? Das Wetter ist momentan auch dafür da oder gut genug auch, draußen Sport zu machen. Der eine oder andere denkt vielleicht darüber nach, okay, ich möchte vielleicht mal wieder anfangen mit Sport. Und da sind wir schon so ein bisschen an dem Punkt, was so für uns auch in dieser Woche wichtig ist. Sport, was bedeutet Sport? Und was assoziiert man mit Sport dahinter? Und das ist prinzipiell eigentlich so vielfältig, wie jeder von uns auch vielfältig ist. Der eine will Sport machen, um abzunehmen. Der andere macht es seiner Gesundheit wegen, weil es vielleicht irgendwo knickt oder kneift oder der Rücken nicht mehr so will. Die Arbeit einseitig ist und ja, der eine oder andere Alltag schon nicht mehr ganz so leicht zu bewerkstelligen ist. Der nächste macht Sport, weil er allgemein ein bisschen fitter sein möchte. Der eine will Sport machen, um fit für die Enkel zu sein. Der andere sagt, mein Büroalltag ist mir zu stupide, ich brauche das, um den Kopf frei zu kriegen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten oder auch, sage ich mal, ja, ausschlaggebende Punkte, um Sport zu machen, wie der auch immer aussieht. Und da sind wir schon so ein kleines bisschen an dem Punkt, genauso vielfältig wie die ja, Motivation für Sport sein kann, so sind auch die Sportmöglichkeiten da. Egal, ob man das draußen oder drin macht. Im Fitnessstudio gibt es Ausdauergeräte, da gibt es mittlerweile, sage ich mal, Beweglichkeitskonzepte, Kraftgeräte, Kurzhanteln, Seilzüge, ganz, ganz viele Varianten. Und dann fängt man schon ein bisschen an zu sagen, okay, was ist für mich gut? Und das ist nicht immer ganz leicht zu ja, beantworten, weil nicht jeder Weg ist für jeden der richtige. In den ersten Jahren, wo die Fitnessstudios noch durch Arnold Schwarzenegger und Co. geprägt sind, also gab es andere Assoziationen und andere Beweggründe dazu. Und selbst da gab es ganz viele, die wollten trainieren wie Arnold Schwarzenegger, haben aber nie den Erfolg gehabt wie er. Die Gründe sind ursächlich ganz verschieden. Vielleicht, weil die Ernährung dazu nicht gestimmt hat. In dem Fall war es wahrscheinlich nicht nur die Ernährung, aber da will ich gar nicht so weit ausgehen auf die Vergangenheit, sondern auch jetzt ist es tatsächlich so. Es gibt heute mehr denn je viele, viele, viele Möglichkeiten, sich auch, sage ich mal, Motivationsschub zu geben. Es gibt unendlich viele Zeitungen, mindestens genauso viele Internetartikel, wo jeder, wenn er möchte, rund um die Uhr lesen kann, was Sport bedeutet. Man hat Leitbilder, die sogenannten Influencer mittlerweile, sage ich mal, die extrem präsent sind und wo natürlich auch ganz schnell die Motivation da ist, genau so möchte ich sein. Genau was der macht, möchte ich auch machen. Aber da kommt so ein kleines bisschen die Gefahr dahinter, weil ist genau das, was er macht, das Richtige für mich? Oder ist es vielleicht doch nicht das Richtige? Und da will ich heute mal so ein klein bisschen eingehen, so in dem ersten Video, um euch mal ein bisschen was mitzugeben, welcher Weg ist denn für wen der Richtige und wer kann mir dabei helfen? Es wird die Tage noch ein bisschen weiter nochmal auf das Thema Sport im Freien. Wo sind die Chancen? Wo sind vielleicht auch die Risiken dahinter? Eingehen. Aber heute, wie gesagt, den Fokus eher mehr so Leitbilder. Warum mache ich Sport? Und mache ich Sport wie der? Oder mache ich Sport wie der? Oder mache ich vielleicht doch eher Sport für mich? Und dann wie? Und da setzen wir einfach mal genau an dem Leitbild Influencer ein. Man kann bei YouTube mittlerweile alles eingeben, was man möchte. Man findet unzählige Leute, die genau sagen, das ist dein Kräftigungstraining, das ist dein Weg für dein Ausdauerziel. Und da gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele gute Ansätze dabei. Wie findet man jetzt aber raus, ob das der Weg für ihn ist? Weil da ist schon so ein bisschen Trick und Kniffe dabei. Will ich im Ausdauertraining besser werden, weil ich das Ziel habe, einen Marathon zu machen?
habe ich unmengst viele Trainingsumfänge zu leisten. Da landet man locker bei 10 bis 15 Stunden in der Woche, wenn es so in die heißen Phasen hineingeht. Oder ist das Ziel tatsächlich nur mit meinem Team auf Arbeit mal den 5 Kilometer Team-Challenge mit Laufwettbewerb zu machen? Und die Herangehensweisen da im Training sind genauso verschieden und variabel wie am Ende das Ziel, was dahinter steht, in sich selber auch. Und das sollte man immer berücksichtigen, zu sagen, okay, wo will ich persönlich hin und welche Voraussetzungen bringe ich mit? Bin ich jemand, der alleine zu Hause ist und auf niemanden Rücksicht nehmen muss und ich kann 14 Stunden die Woche trainieren, dann kann ich mir auch solche ambitionierten Ziele stecken und kann sie, werde sie mit Sicherheit auch erreichen. Oder habe ich eine Familie zu Hause mit kleinen Kindern, die in die Schule müssen, wo Hausaufgaben kontrolliert werden müssen oder die ich in den Kindergarten bringen muss, wo dann noch ganz, ganz viel anderes dahinter steht. Habe ich ein Haus und ein Grundstück zu bewirtschaften, wo der Garten auch noch nebenbei ruft. Na, dann ist wahrscheinlich mit einer Arbeit von 40 Stunden in der Woche und 10 Stunden Trainingsumfang in der Woche wahrscheinlich nicht möglich. Und dann sollte man sich auch hinterfragen, ist dieses Ziel vielleicht gerade meins? Passt es in meinen jetzigen Alltag? Oder sollte ich mir das vielleicht aufheben und eventuell mal ein bisschen später angehen, wenn mein Alltag ein bisschen besser ausschaut? Diese Frage sollte man sich beantworten. Und wenn man sie sich, egal wie auch immer, beantwortet, dann auch die konsequenten Schritte daraus gehen. Heißt es also, ja, ich möchte diesen Umfang im Training mitgehen, dann sollte man auch dafür sorgen, dass man die Zeit dafür hat. Oder hat man die Frage beantwortet, nein, das ist jetzt vielleicht nicht mein Weg, dann sollte man sich alternative Wege suchen. Das gleiche spielt beim Thema Abnehmen eine Rolle. Nicht jeder Weg zum Abnehmen führt auch tatsächlich zum Ziel. Auch da gibt es unendlich viele Bücher, die ein Konzept vorstellen oder ein anderes Konzept vorstellen. Wichtig ist, sich immer hinterfragen zu können und zu müssen, ist es das, was zu mir passt und kann es mich auf dem Weg dauerhaft begleiten oder nur kurzfristig. Und deswegen soll das Video so ein kleines bisschen auch mal so nur als Impuls und Idee für euch da sein, euch mal selber zu hinterfragen. Was ist euer Beweggrund, wenn ihr euch mit dem Thema Sport auseinandersetzt? Warum wollt ihr Sport machen? Weil dieses Warum ist ganz, ganz wichtig für all das, was dahinter herkommt. Denn nur dieses Warum ist euer Motivator zu sagen, jetzt fange ich an. Wie auch immer und mit was auch immer. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben da zu sagen, okay, wenn ich dieses Warum kenne, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, dahin zu kommen. Das kann unter anderem auch der Weg ins Fitnessstudio gehen. Weil wir hier im Fitnessstudio beispielsweise viele, viele Möglichkeiten haben, eingangs schon erwähnt, neben Kraft und Ausdauer kombiniert, eben auch im Bereich Beweglichkeit arbeiten zu können. Das ist das eine. Zum anderen haben wir natürlich aber auch mit den Mitarbeitern, mit den Trainern hier vor Ort einfach auch ein gewisses Erfahrungsbild. Jeder, der für sich selber irgendwann den Weg gehen möchte, hat nur die Chance, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren oder muss seine eigenen selber machen. Jetzt kann man sich zu Hause hinsetzen und das Ganze im Internet recherchieren. Die Möglichkeit ist heutzutage da und man kann mit der Hilfe des Internets tatsächlich seinen Weg gehen. Hat aber auch immer das Risiko dahinter, okay, vielleicht ist das am Anfang nicht so mein Weg. Das kriegt man nicht vom ersten Tag an mit, sondern das kann eine Weile dauern. Und da ist es vom Vorteil, wenn man jemanden an der Seite hat, der einfach schon ein paar Jährchen Erfahrung damit hat. Und in dem Fall jetzt bei uns beispielsweise, haben unsere Trainer schon über 20 Jahre Erfahrung um das Thema Trainingspläne, Ernährung und auch systematisch gut zu trainieren gesammelt. Und durch die 20 Jahre Erfahrung kann man einfach so diese kleinen Fehler, die vielleicht am Anfang passieren können, schon ein bisschen vermeiden. Und damit gewinnt man natürlich immens viel Zeit, weil man eben von Anfang an, sage ich mal, mehr klar strukturiert in seinen Trainings arbeiten kann, egal welches Ziel auch immer dahinter steht. Und da ist, sage ich mal, ein großer Vorteil, auch mit der Zeit, die man dahinter setzt, weil man vielleicht in den ersten 6 Monaten keine Erfahrung mehr sammeln muss, sondern in den ersten 6 Monaten schon irgendwo sagt, okay, ich kann zielgerichtet hinarbeiten. Denn dann ist nämlich der nächste Punkt schon sehr, sehr immens wichtig. Wer ein Ziel hat und ein Ziel verfolgt, sollte natürlich auch wissen, wo steht er jetzt. Denn nur wenn ich meinen Ausgangspunkt, meine jetzige Ist-Situation kenne und irgendwo fundiert meine Zielperspektive habe, egal in welchem Bereich auch immer, nur dann ist der Weg bis dahin darstellbar. Und die Ist-Situation zu erkennen, egal mit welchem Trainingsziel dahinter, die ist zum Beispiel hier im Studio auch relativ gut möglich, was zu Hause ganz oft an Grenzen kommt. Sei es rein eine Bioimpedanzmessung für die Körperanalyse, um zu wissen, welche Muskulaturen, welche Fettmasse hat man, wie ist der Wasserhaushalt, ist die Muskulatur ausgeglichen zwischen Armen und Beinen, rechts oder links. Das ist
Hier haben wir die Möglichkeit, sowas zu ermitteln und können zielgerichtet daran arbeiten. Gerade bei Reha-Training oder bei Verletzungen ist das schon mal eine sehr, sehr gute Basis, weil man genau erkennen kann, gibt es da irgendwo was, und dann kann man die Stellschrauben genau da anstellen. Und beim Thema Gewichtsreduktion ist es auch wichtig zu wissen, wie viel Fettmasse habe ich in dem Körper und wie wenig will ich haben und ist der Weg bis dahin überhaupt realistisch zu erreichen und wenn ja, wie lange soll er sein? Das sind so viele Fragen, die man mit jemandem an der Seite als Partner, der Erfahrung hat, ganz oft leichter beantworten kann, als wenn man den Weg alleine geht. Und deswegen ist es manchmal doch eben der Grund, jetzt erst recht mal den Weg in ein Fitnessstudio zu suchen und sich da mal ein bisschen Expertise an die Seite zu holen. Beim Thema Ausdauer, das ist so eine ganz, ganz prekäre Geschichte. Gerade auch für diesen Draußensport machen, die Radfahrer oder auch die, die vielleicht doch ambitioniert laufen. Dieses Soll-Ist-Wert, der ist ja auch ganz variabel. Ja, der Thema Puls, welcher Puls ist denn der richtige? Es gibt immer noch den Mythos Fettverbrennungspuls. Gibt es den Fettverbrennungspuls tatsächlich? Und wenn ja, wo soll er sein? Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und da gibt es klar den Weg zu sagen, ich nehme jetzt die Möglichkeit, vielleicht mit einem guten Pulsohr und mit der Firma, mit der Marke, die dahinter steht, zu arbeiten. Auch da gibt es Richtvorgaben. Man kann die klassischen Altersformeln nehmen, die überall nachzulesen sind. Aber ob das auch wirklich die richtige Pulsfrequenz ist, das weiß niemand. Das ist auch nur so eine wahre Geschichte. Da sucht man sich jetzt beispielsweise den Weg über eine Laktatbestimmung oder eine Spiegelergometrie, dann kann man zielgerichtet genau sagen, okay, wo stehe ich mit meinem Iststand? Ist er gut, ist er mittel oder ist er schlecht? Und welche Trainingspulsfrequenz habe ich für welches Trainingsziel? Ja, wir zum Beispiel hier bei uns im Heinz haben mit der Aeroscan-Atemanalyse da auch die Möglichkeit, gerade für die Ausdauersportler eben mal bewusst sportartspezifisch zu ermitteln, in welchem Pulsbereich sollte man trainieren, um tatsächlich weiterzukommen, um auch leistungsfähiger zu werden. Und für all diejenigen, die jetzt die Saison, Wettkampfsaison 2020 auch abgeschlossen haben, weil es ja in diesem Jahr sowieso wenig bis gar keine Wettkämpfe gegeben hat. Und gerade im Herbst beginnen, jetzt schon in die 2021 Saison denken, für die ist es jetzt umso wichtiger, die Grundlage für das nächste Jahr zu setzen und die Grundlagenausdauer auch zu stärken. Das heißt, Pulsbereiche zu finden, mit denen man mit wenig Belastung, langanhaltend dauernde Belastungen auch eine Weile aushalten kann, um Energieeffizienz zu trainieren und gerade auch aus den Fettreserven lange auch bereitstellen, Energie zu haben. Und diese Pulsfrequenzen, die muss man aber bestimmen, denn wenn man das nur aus dem Bauch raus macht, kann man richtig liegen, kann aber auch falsch liegen. Und deswegen ist es dann ganz gut, wenn man eben genau weiß, wo ist mein Iststand, weil nur dann ist mein Ziel, was ich erreichen will, auch tatsächlich besser erreichbar und nur dann kann ich auch zwischendurch immer wieder kontrollieren, ist der Weg, den ich gehe, der richtige oder muss ich vielleicht auch einen anderen Weg gehen. Und das sind so ein kleines bisschen die Faktoren, die auch durchaus den einen oder anderen vielleicht mal in den Gedanken bringen, zu sagen, okay, vielleicht gehe ich dieses Jahr mal andere Wege, vielleicht war ich die letzten Jahre immer irgendwo in dem Ball auch draußen im Training. Nutze jetzt vielleicht auch mal die Chance zu sagen, dieses Jahr eben mal nicht, dieses Jahr will ich vielleicht doch mal ein Stückchen mehr vorankommen. Mit den Möglichkeiten, die ich draußen bisher nicht hatte. Ja, und das sind so, sage ich mal, die Variablen, die man gehen kann. Wir als Trainer beispielsweise, wir können den Weg nie mit jemandem gemeinsam gehen. Das schafft ein Personal Trainer vielleicht, aber in der breiten, sage ich mal, Begleitung hier im Studiobereich ist es die Aufgabe vom Trainer, den Weg zu ebnen. Aber gehen muss ihn jeder selber. Und das ist sozusagen so ja, die kleine Herausforderung auch für jeden selber. Und die ist auch immer wieder ganz individuell. Und die wird auch immer wieder im ganz normalen Alltag anders sein. Kann immer was dazwischen kommen. Man nimmt sich was vor und sagt, da arbeite ich hin. Und plötzlich kommt irgendwas, was den Plan durcheinander wirft. Sei es vielleicht der Arbeitswechsel, sei es vielleicht ein Umzug, der ansteht. Oder plötzlich wird die Familie größer und schwuppdiwupp sind andere Sachen wichtiger. Und dann ist es auch ganz gut zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt nur noch? Und die Entscheidung zu fällen, werfe ich alles hin oder setze ich mein Ziel vielleicht von einer Ebene auf die andere Ebene runter? Schaffe ich es vielleicht nicht mehr dreimal die Woche zum Sport zu gehen? Ist es vielleicht trotzdem noch die Entscheidung zu sagen, okay, dann lieber ein- bis zweimal?
dann eben nicht das dritte Mal. Na klar muss man das Trainingsziel dann ein kleines bisschen reduzieren, weil die Ambition, den Weg dahin zu gehen, nicht mehr ganz so gut ist. Aber es ist immer noch besser, mit dem wenigeren Aufwand trotzdem noch eine kleine Etappe zu gehen, als irgendwann gar keine Etappe zu gehen. Denn eins ist sicher, im Training wie im Alltag, der Körper in sich, der schafft sich immer so seine Komfortzone. Und die Komfortzone, die ist bei jedem anders. Diejenigen, die ihre Komfortzone von der Küche zum Bett, zum Sofa, zum Briefkasten haben, die werden auch immer nur diese Komfortzone haben. Und alles darüber hinaus ist für den Körper eine Herausforderung. Diejenigen, die zweimal die Woche zum Sport gehen, die Komfortzone ist auch da, nur auf einem anderen Niveau. Aber wenn ich da auch was verändern möchte, muss ich auch diese Komfortzone verlassen. Und das ist wichtig für alle. Das bezieht sich auf das ganze Leben. Wenn ich irgendwann mehr erreichen möchte, dann muss ich auch mehr machen, als ich bisher gemacht habe. Denn nur wenn ich das für mich erkannt habe, dann kann tatsächlich auch ein Veränderungsprozess stattfinden. Egal ob im normalen Leben oder gerade im Training. Und das kann auch zum Beispiel so ein kleines bisschen mal so der Anreiz oder vielleicht auch so ein bisschen der kleine Fingerzeig für diejenigen sein, die am Ende schon lange trainieren und sagen, irgendwann im Training, es passiert nichts mehr. Ja, ich bin jetzt schon ein Jahr im Fitnessstudio oder ich bin jetzt schon joggen und irgendwie merke ich, es passiert nichts mehr. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man einfach sagt, okay, man bleibt auf seiner Komfortzone, man entwickelt sich nicht weiter. Die Gründe sind verschieden. Aber auch da ist es wichtig, genau diese Komfortzone immer mal wieder zu verlassen. Und ein Training muss auch tatsächlich mal anstrengend sein, wenn man das Ziel hat, nicht die Gesundheit zu verbessern, sondern vielleicht die Leistung zu verbessern und oder am Ende auch noch ein bisschen abnehmen zu wollen. Denn wenn ein Training dann nicht anstrengend wird, dann kann man sich sicher sein, wird auch das Ziel relativ schwer erreicht sein. Im Thema Gesundheitsbereich ist das dann wieder auf einem anderen Ebenenbereich angesetzt, weil die Gesundheit muss nicht immer schmerzhaft in dem Fall sein. Wobei auch die Beweglichkeit eines Gelenks wiederherzustellen auch ganz schmerzhaft sein kann. Das wissen alle, die vielleicht aufgrund der Verletzung da schon mal die Thematik hatten. Aber auch da ist die Dosierung ganz, ganz wichtig und da hilft nicht immer viel, viel, sondern manchmal ist das auch weniger mehr. Und da werden wir, sage ich mal, in den nächsten Tagen mit den nächsten Videos, die kommen, auch nochmal ein kleines bisschen detaillierter eingehen. Einfach auch um denjenigen vielleicht nochmal so ein kleines bisschen mehr Motivationsschub und Input zu geben, ohne zu viel davon zu erzählen, weil das zu viel in die breite Masse gestreut hilft, auch nicht jedem weiter, sondern das ist, wie eingangs erwähnt, doch eine sehr individuelle Geschichte und die sollte man dann auch im Individuellen besprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, einen guten Start. Nehmt vielleicht so den kleinen ein oder anderen Impuls, der jetzt aus dem Video gekommen ist, einfach mal für euch mit. Stellt euch das einfach mal selber als Frage und vielleicht ist es so ein kleiner Punkt, mal über irgendwelche Geschichten in meinem Leben nachzudenken und vielleicht auch mal daran was zu verändern. Egal, ob ihr jetzt schon bei uns trainiert oder wo auch immer ihr trainiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit. Und vielleicht sehen wir uns ja auch schon in dieser Woche mal, wenn es in unserer Aktionswoche heißt, alle Kurse sind kostenfrei besuchbar, meldet sich vielleicht der ein oder andere nochmal an. Dann sage ich an der Stelle bis zum nächsten Video. Und einen schönen Tag. Tschüss.